Rust-Hype. Genau. Wir haben ja momentan einen Rust-Hype. Ja, da muss ich einfach mitmachen. Also wir müssen da mitmachen. Also, das geht nicht anders. Der Rust-Hype ist real. Wir machen mit. Steh auf. Joa, Server. Gleich mal den Server einblenden. Ich habe mir so ein relativ. Ich glaube, ich. Kann sein, dass ich hier schon mal drauf war. Ist schon über ein halbes Jahr her, letztes Mal, wie ich Rust gespielt habe. Wir schauen mal. Wo ist denn die Taste dafür? Ah, da. Auf diesem Server bin ich momentan. Ja, seht auch die Infos, die da draufstehen. Ich glaube, nächstes Wochenende wäre es wieder dabei. Ich nehm jetzt heute auf den Sonntag auf. 10. Dezember. Ach, 10. Dezember. Ich komme immer auf Dezember. 10. Januar haben wir. Mal gucken, ob ich was schaffe bis nächstes Wochenende. Mal gucken, wie weit wir kommen, um wieder reinzukommen. Ich hatte noch einen anderen Server mir angeguckt, aber da waren über 70 Leute drauf. Ganz ehrlich, nach einem halben Jahr Pause, um wieder reinzukommen. 70 Leute ist doch ein bisschen viel, ne? Weil da ist ja eventuell Dauersterben angesagt und ich möchte schon ein bisschen wieder reinkommen oder was. In der Zeit. Halbes Jahr kam ja auch wieder einige Updates raus. Das muss ich erstmal wieder neu lernen. Ich vergesse ja sowieso immer wieder alles. Ihr wisst das ja. Aber Hauptsache, wir spielen wieder Rust. Ich zumindest, ihr schaut fleißig zu. Hoffe ich doch. Doch, ihr seid doch die alten Rustler unter euch. Ja, Solo Survival ist ein Solo-Server. Ich bin ja mal gespannt. So, ich hoffe, das läuft auch einigermaßen alles hier rund. Mit meiner alten Schleuder. Dann holen wir mal ein bisschen Holz. Ach ja, das hatte ich ja geliebt hier, ne? Mit dem. Ah, die Bäume sind ein bisschen unscharf. Da muss ich noch mal ein bisschen. Naja, ist aber egal jetzt. Liegt wohl an der Einstellung. Also, wir wollen erstmal spielen hier. Grafik ist nicht alles. Wir wollen rasteln. Die richtigen Profis, die richtig PvP machen, die stellen ja sowieso alles auf Low, ne? Die haben ja überhaupt. Die, ne? Da ist Grafik hier Nebensache. Hauptsache, das läuft flüssig im PvP. So. Mal gucken, wann wir den ersten treffen. Man soll ja nicht direkt gleich ballern, aber ich bin dann auch. Naja, ich habe eh nichts zum Ballern. Höchstens später eventuell mal einen Bogen. Läuft die Aufnahme? Seid ihr da? Sehr schön. Ich freue mich. Da hinten hätten wir schon Loot. Konnte man nicht auch irgendwie ranzoomen hier? Oh, ich hab's. Ich glaube nicht, ne? Ein Fernglas auf jeden Fall, ja. Komm, ich schreibe mal. Wir sind mal nett und freundlich hier. Moin. Gucken, ob hier jemand da ist. Brauchen wir einen Stein? Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. So ein bisschen Holz haben wir ja, ne? Ein bisschen Holz. Komm, wir machen uns mal einen Speer. Tach. Tach. Einer ist da. MP01. Noch ein bisschen mehr Holz. Oh, Metall? Ja, komm, nimm mal ein bisschen mit. Stein wäre mir natürlich lieber, aber ja, haben wir schon mal ein bisschen Metall. Endlich wieder. Oh, Rust, 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 Rust-Hype. Rust ist im Hype-Modus. So, haben wir noch ein bisschen Metal. Und noch ein bisschen Holz. Machen wir den Baum auch noch. Das Schöne bei Rust ist ja auch immer, sind immer die Erlebnisse, ne? So, dann brauchen wir auch ein bisschen Werkzeug. Machen wir noch einen Baum hier, komm. Das machen wir doch gerne am Anfang hier immer schön mit dem Stein kloppen. Leider ist die Zeit nicht von Dauer, außer man stirbt natürlich. Dann muss man wieder ganz von vorne anfangen. Sehr schön. So, nun fahren wir langsam um und dann holen wir gleich ein bisschen Stein.
Und dann müssen wir mal schauen, wo wir überhaupt hinlaufen. Gibt's ja keine Map. Was war denn das für eine Taste für die? Oh Gott, war das nicht M? Uiuiui. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich das vergessen? War das Ü? Nee, welche Taste war denn das für die Map? Ich muss mal ein bisschen rumtüdeln hier. War das B? Auch nicht. Dann war das F. Ah, was haben wir denn da? G haben wir hier. Okay, die Map sieht auch anders aus. Ne? Verlassene Supermarkt. Ich würde mal sagen, wir gehen da die Richtung. Hier ist der Spawn. Verlassene Supermarkt. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach geradeaus hoch. Am Fluss ist ja auch nicht schlecht, ne? Verlassene Supermarkt, verlassene Hütten. Aber hier ist ja direkt der Spawn. Ein Baum eventuell so mittig. Also hier, so. Da. Da haben wir auch ein bisschen Wasser. Okay. Beim Fluss könnten wir trinken. Apropos trinken. Wir gehen mal zum Fluss wegen Essen und so gucken. Brauchen ja Essen und Trinken. Das Salzwasser natürlich hier saufen, ne, das wollen wir ja nicht. Bin mal gespannt, ob zwischendurch noch die Musik kommt. Ich habe die angelassen von Rust. Zwar ordentlich. Aber wo ist denn das Spiel? Achso, den habe ich schon. Also natürlich auf leise gestellt, also nicht zu leise. So, auch wenn hier nur knapp über 20 Spieler drauf sind. Kann jederzeit einen begegnen hier. Und ach, wie war nochmal in-game sprechen? Das war V-Taste, ne? Hier. Test 1, 2, 3, okay. Ach ja, ein paar Sachen weiß ich ja noch. Metall. Wir brauchen aber erstmal Essen. Wir dürfen nicht so viel. Da kommt ja die Musik. Oh, die Vögel auch wieder. Vögel zwitschern hier. Wir brauchen auch Stein, ne? Stein, Stein, Stein. Wir haben noch keinen Stein gesehen. So, erstmal luschern hier. Okay, keine Basis in der Nähe. Eigentlich ist er ja immer Essen. So, trinken. War das nicht Taste F? Ach, E, okay. So. Voll gesüffelt. Oh, ich wusste das doch mit Essen hier. Oh, was denn? Das ist eine neue Anzeige. Kenne ich nicht. Kenne ich die Anzeige hier. Da ist nichts zum Ernten anscheinend. So, Kürbis nehmen wir da. Können wir da. Da ist auch noch Kürbis. Nehmen wir noch ein bisschen Mais mit. Stoff brauchen wir ja dann auch noch, ne? Ah, für den Bogen und so. Eieiei. Okay, hier können wir ernten. So, wir brauchen auf jeden Fall. Ich habe hier noch keinen Stein gesehen, ne? Gucken, wo der Stein ist hier. Wir wollten eigentlich auch ganz woanders hin, sondern die Richtung da hinten. Aber normal müsste hier eigentlich auch in der Umgebung Stein sein. Weil hier so Felsen, hier ist doch Stein. Stein, wunderbar.
kann ich mir jetzt schon was craften? Ja, Steinball und die Picke machen wir auch gleich. Oh, da vorne haben wir den nächsten Stein. Sehr schön. So, Steinbeil ist fertig. Dann machen wir hier die Steinspitzhacke. Da kommt auch leider gleich die Zeit, wo wir unseren wunderbaren Stein hier entsorgen müssen. So, Steinspitzhacke ist fertig, aber wir machen doch noch mit dem Stein hier, ne? Okay, der Stein kann weg. Zack, Fackel packen wir da, ein Speer lassen wir da, das lassen wir da, ja? Wir können noch was essen hier. Müssen wir Leben voll kriegen. Ja, komm. Obwohl, das kann da bleiben. Zack, zack. Jo, dann würde ich sagen, wir gehen mal langsam zur Markierung, da was ich da markiert habe. Außer hier ist noch irgendwo ein Stein, aber dann können wir mal hier hin rumgehen. Nee, da ist kein Stein. Ist auch direkt das Spawn hier, ne? In der Nähe. Naja. Da vorne ist, glaube ich, Stein. Musst du schon genau gucken, ne? Stein zum Aufsammeln gab es auch damals auch, aber die kann man hier nicht aufsammeln. Sehr schön, sehr schön. Metall, ne? Oh, hier ist auch noch Stein. Oh, ich weiß auch noch gar nicht, wie ich baue. Mann, ich glaube, das ist so eine Standard-Bay. Aber das ist so lange. Das dauert noch. Wir müssen erstmal einen Platz finden zum Bauen. Erstmal bis dahin auf jeden Fall auch überleben, ja. Ein Tier habe ich auch noch nicht so wirklich entdeckt oder gesehen, gehört, außer die Vögel. Okay, dann gehen wir mal langsam in diese Richtung. Bauplan können wir schon mal craften. Ein Lagerfeuer können wir schon mal craften. Na? Ich doch gerade? Okay. Pfeile? Ja, mach mal schon mal so ein paar Stück. Nimm gleich noch ein bisschen Kürbis mit. Ja, Werkbank brauchen wir natürlich auch. Und dann natürlich Stoff. Stoff für ein Bett. Also, den Schlafsack. So, sieht der Stoff noch genauso aus wie damals? Wir müssen mal gucken. Nur ein Speer in die Hand, man weiß ja nie. Damals. Kommt mir vor so Ewigkeiten her, so ein halbes Jahr. Das ist schon eine Zeit, ne? Ach, wir wollen noch einen Kürbis holen.
Ist ja nichts zum Ernten, ne? So, ich würde sagen, das reicht. Wo wollten wir hin, da lang? Wie viel Holz haben wir denn? Ah, das reicht noch nicht. Wir brauchen maximal so 3000, würde ich sagen. 3000. Man kräftet schon mal eine Tür. Und ein Schloss auf jeden Fall. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall schon wieder Holz. Ach, das ist ja Stein. Hab ich gar nicht gesehen. Man sieht ja natürlich schon im Hintergrund den Supermarkt und verlassenen Hütten sind ja auch irgendwo da hinten. Bauschrank? Okay, jetzt brauchen wir noch mehr Holz. Stein müssen wir auch mitnehmen hier. Okay, da vorne ist noch Metall. Ist aber erstmal nicht so wichtig. Ah, ist die Frage, wie weit gehen wir da ran? Wir können zu lange warten mit dem Bauen. Oh, da kann ich auch weit gucken. Ich muss auch noch ganz weit, also weiter ran auf jeden Fall noch. Was haben wir denn da vorne? Das sind Container oder sowas? Ist aber nicht auf der Karte markiert, ne? Stein will ich noch holen. Da links so unterhalb eventuell bauen. Gucken wir mal. Oh, die Musik kommt wieder. Sehr schön. Hier versteckt ein bisschen. Ah, so direkt. Hier so eine Butze, ne? Muss schon eine Fläche haben, ne? Guck mal, hier ist Stein, da ist sogar Schwefel. Da ist ein Pferd. Also hier ist doch nicht schlecht. Natürlich können die da campen. Aber die Basis ist ja ein bisschen getarnt hier, ne? Ich würde gar nicht so lange warten wollen, ganz ehrlich. Eine riesen Base brauche ich auch nicht, da ist Stoff, ne? Weil wir da hinten rankommen, ist ja auch wurscht. So, ich weiß gar nicht mehr. Komm, wir bauen einfach jetzt hier drauf los. Ich weiß es gar nicht mehr, wie ich da gebaut habe damals. Wir hatten doch damals, hatte ich glaube ich so ein Dreieck. Oh. So, glaube ich.
Irgendwie so ähnlich war das. Ich habe noch keinen Hammer, ne? Oh, wir haben auch gar kein Holz mehr. Ist natürlich jetzt riskant, ne? So, dahin oder dahin? Ich würde sagen, hierhin. So, autorisieren. Ne, das lassen wir lieber erstmal im Inventar. Was bleibt? Leute, ich werde die erste Folge erstmal beenden. Das war's. Es geht aber gleich direkt weiter, ne? Deswegen, du kannst bei Rust keine Pause machen. Das ist mal der Nachteil bei Rust. Also, bis gleich zur zweiten Folge. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.